Frustration pur, ja. So, Moment, wir kriegen einen Pfeil. Wie viele? 4 Pfeile. Muss nochmal die Möglichkeit, was zu machen. Haben wir natürlich nicht viel zu wenig verwertbares Material. Oder hier, Gedöns, ne? Ihr wisst schon. Da ist nichts und da geht's weiter. Deswegen Witcher angreifen, metzeln, ja, das muss mal wieder nötig sein. Das ist mal wieder nötig. Nach dem Spiel hier, es gibt zwar auch so Kampfszenen wie vorhin auch, aber nee, mal wieder was Richtiges. Das Blöde ist nur, ich habe auch God of War wieder mal ein bisschen angespielt. Es catcht mich nicht. Es catcht mich null. Und das eigentlich, das Kampfsystem ist gut. Aber es catcht mich aber null. Dann viel lieber Witcher. Aber dazu muss Witcher halt zuverlässig starten. Na, Loot. Schwefel, das Spiel möchte das unbedingt was mit Schwefel machen. Aber Schwefel ist voll. Moment, ist das das Schwefel? Okay. So, jetzt haben wir alles voll, bis auf das da. Und dazu brauche ich mal diese Steine aus den Nestern. Aber wir könnten ein bisschen mehr Extinguish verwenden. Moment, wie spät ist es? Wieso läuft? Ah, stimmt, meine Frau, die nicht mehr schlafen kann. Seht ihr, Leute? Das Schwein grunzt gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Wall nennt? Ja. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Hoch. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Stimmt, mit Arno war Mama mal kurz unterwegs und er hat auch Elite-Soldaten aber niedergemacht auf Befehl. Ja, das war cool. Mit ich kniefe, oder? Halt. Moment, ich habe da einen Pfeil gesehen. Aber der hat eine schwere Rüstung. Kann man dich befreien? Na, kann man einfach dich befreien, damit du den da wegmachst? Nein, können wir natürlich nicht. Es ist aber nur noch dieser eine Gegner, oder?
der überlebt sogar Pfeile. Ja, nicht. Gar nicht gut. Überhaupt gar nicht gut. Oh oh, wir sterben. Ah! Wäre zu einfach, ja, wäre wirklich einfach zu einfach, ne? Oh. Den da kriegt man nicht weg. Das ist so eine Art Gegner. Den kriegt man nie weg. Oder können wir dem die Rüstung zerschallern? Mal gucken. Jetzt kommt da nochmal einer. Moment. Du warst nicht eingeplant gerade. Nee, der hat nichts. Keine Ahnung, wie wir den jetzt loswerden. Einfach nein. Spiele sagt einfach, nö, hier hast du einen Gegner, den kannst du nicht besiegen. Na, ja, viel Glück. Ja, was heißt jetzt ich? Was soll ich denn machen? Ah, okay. Mach mal das. So. Was heißt noch mehr? Och, Spiel. Oh, das ist... Es ist nicht dein Scheiß Ernst, oder? Was soll man hier tun? Oh, das ist ein Schütze. Moment. Wir gehen gleich wieder die Pfeile aus, ja. Den da hinten, den können wir wegschießen, aber die zwei da mit Schild, die sind ein kleines Problem. Ah, wir kommen an den Krug da nicht ran. Moment. Halt! Okay, Schild fallen lassen. Da ist ja... Oha. Oh, Arno brennt. Oh, fuck. Wir haben keine Pfeile mehr. Und das da ist ein Granatwerfer. Und der hat natürlich unendlich Munition. Das heißt, der wird uns gleich wegmachen. Pfeile. Oh, der da macht sich selber weg. So, was haben wir denn für Optionen? Sowas hätten wir noch. Oh, man kann in die Rüstung wegballern. Allerdings bräuchte man jetzt Pfeile. Da ist ein Pfeil. Respawn die Pfeile? Sehr schön nach Hackfleisch aus dem Typen. Ach, come on! Nein! Nein! Sie kriegen dich nicht, Hugo. Versprochen!
Ein Pfeil. Ich glaube, die Pfeile respawnen. Und ich hoffe, das ist der letzte Gegner. Was zur Hölle? Oh nein! Öko, bleib hier! Dann schnell tot! Niemals! Wir werden dich retten, Sohn! Falsch! Oh, ich darf nichts machen. Na? Die Ratten. So, können wir jetzt bitte einfach gehen? Naja, offensichtlich nicht. Ja, nicht so, dass der Graf immer noch lebt, ne? Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja, bitte. Oder Anno macht den Grafen weg. Na gut, also dann, komm mit. Hugo meinte, es wäre seiner. Ja, aber schön, dass die Soldaten Anno als den Riesen bezeichnet haben. Oh, können wir bitte auf den Charakter wechseln und jetzt einfach alle niedermachen? Servus. Ach, er darf eine Pause machen. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Das würde mir gefallen, ja. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. Da, Hugo Gachetto, was? Rattenattacke? Oh, wie unpassend, jetzt da zu lachen. Also, wir sind weg. Baby weg. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Sprich mit den anderen. Kann ich mit dem Seil reden? Ne. So, als erstes Hugo. Wie ist der Ausblick? Ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja, dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Ego. Manche
Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Hey, wo ist Lukas? Ah, da drin. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Ach, wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Das hier bringt uns in der Story weiter. Naja, wenn wir schlafen. Mehr mit dem Seil reden wir zum Schluss. Mal gucken, was wir mit dem Seil zu sagen haben. Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Wir wollen mit dem Seil auch noch reden. Was macht ihr jetzt? Manu. Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. War genau anders, als man denkt. Mhm. Oh, ich kann doch noch mit dem Seil reden. Ja, ich kann doch noch mit dem Seil reden. Guck mal. Nein, ich rede jetzt mit dem Seil. Uns gerettet. Okay. Hab mit dem Schiff geredet. Ja, guck mal. Hey, was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Nö. Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey, es tut mir leid wegen der, naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Ein Schiff? Na, der Graf. Den Grafen gibt's noch. Es ist ziemlich schnell. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Ruhig, Amicia. Na, immer schön ruhig durch die Hose atmen. Scheitern, Anno! Tun wir nicht! Es klappt! Gib den Fahrt auf! Es wird nicht genügen!
Du Irrer! Was ist das? Traut mich doch!